Das begrüßt dich. Dieser Teil des Gottesdienstes, die heilige Kommunion. Das Wort macht zwei Tatsachen deutlich. Zum einen, es ist die intensivste Art, mit Gott zu kommunizieren. Zum anderen handelt es sich um eine tiefe Vereinigung, also Unio, von Christus und den Gläubigen durch den Verzehr der Hostie. Daher der Name Communio. Das Dixit Dominus, gesungen von den Kapellknaben, ist der 110. Psalm. Die Dresdner Kapellknaben gibt es seit über 300 Jahren. Sie gehören zu den drei bedeutendsten Knabenchören in Mitteldeutschland. Sie sind sozusagen das katholische Pendant zu den Thomanern und dem Dresdner Kreuzchor. Die Hauptaufgabe der Kapellknaben ist die Gestaltung der Gottesdienste in der Hofkirche. Matthias Liebig, der den Chor leitet, war selbst einmal Kapellknabe.